Grobe Antwort, ja, natürlich würde ich dann Tierprodukte essen oder mich sonst wie, um mich zu bekleiden, um nicht zu erfrieren, mit toten Tieren bekleiden, die ich gegebenenfalls sogar selbst töten würde. Das handelt sich dann um eine Notsituation, um eine Überlebenssituation und man kann sogar nach der Definition von Veganismus und dem, was hier ethisch Sinn macht, argumentieren, dass das dann vegan und rechtfertigbar wäre. Veganismus ist laut Definition eine Lebensweise, die danach strebt, so weit wie möglich keine Gewalt und Ausbeutung an Tieren auszuüben. So weit wie möglich und praktisch durchführbar ist hier eben ein Kernsatz, um diese Frage zu beantworten und auch, dass Veganismus eine Lebensweise und keine Sterbensweise ist. Im Alltag, im Moment, habe ich die Möglichkeit, mich zu entscheiden, will ich Mord und Massenvernichtung unterstützen. Oder trage ich dazu bei, dass es zukünftig keine Sklaverei mehr von Tieren gibt, indem ich einfach mich vegan ernähre, mich vegan kleide? In einer Notsituation würde ich gegebenenfalls sogar auch Menschen essen, wenn es wirklich um mein Überleben ginge. Vielleicht würde ich sogar furchtbare andere Sachen tun, die ich sonst niemals unterstützen würde im Alltag. Und ich denke, du auch. Das macht dich aber trotzdem nicht im Alltag. Das gibt dem Alltag trotzdem keinen Freibrief, nur weil ich oder du das in einer Notsituation machen würden, da sinnlos bzw. für triviale Gründe Gewalttaten zu unterstützen. Viele Leute versuchen, Veganismus dadurch zu entkräften, dass sie mir eben vorwerfen, hey, in dieser Notsituation würdest du ja auch Tiere essen. Selbst in der Notsituation gibt mir das keinen reinen Freibrief, die maximalen Form von Gewalt auszuüben, sondern selbst da kann man schauen, okay, bevor ich Eier bzw. ein Tier töte, schaue ich, dass ich irgendwo ein Ei von einem Tier nehme, weil dann weniger direkte Gewalt entsteht. Bevor ich ganz viele kleine Tiere in dieser Notsituation versklave und töte, töte ich lieber ein großes Tier. Aber das sind Abwägungen in der Notsituation, die man dann nochmal anders ethisch betrachten kann. Häufig, wie gesagt, wird das als Einwand verwendet, um Veganismus zu entkräften. Aber ich hoffe, du hast jetzt verstanden, nur weil du in deiner Notsituation Menschen erschlagen, berauben und töten würdest, um zu überleben, ist das keine Rechtfertigung für dich, es im Alltag zu tun. Und genauso wenig ist es das eben eine Rechtfertigung im Alltag, Tiere zu versklaven und nicht vegan zu leben. Nicht vegan sein ist nicht okay.